Hallo liebe Camper, hier ein wieder mal kleines Abendvideo und wie ihr hier schon eingeblendet seht, einen aufgerissenen Karton von Super Sense. Ähm, was ist das? Das möchte ich euch heute näher bringen. Und zwar handelt es sich hier um Sensoren, ähm, die man verbauen kann in dem Wohnmobil in eurem Wohnmobil als wesentlich wesentlich genauere Anzeige für Brauchwasser, Frischwasser, Gas, wenn man möchte, sogar noch für Reifendruck und äh, Dieseltank, aber so weit wollen wir jetzt gar nicht gehen, weil das jetzt im Wohnmobil unserer thematik gar nicht zutrifft. So ich oute mich jetzt oder wir outen uns jetzt hier. Wir befinden uns hier in meinem persönlichen Wohnmobil, weil da habe ich es testweise eingebaut. Meine Frau schimpft immer, weil für mich ist das ja, unser Wohnmobil ist immer so das Versuchswohnmobil. Hier wird immer alles Mögliche eingebaut und ausgetestet, wieder ausgebaut und somit sind wir hier eigentlich immer in einer kleinen Baustelle. Drum... Ich zeige euch auch gleich meine, meine ganzen Bedienteile. Nicht wundern, das schaut alles ein wenig wild aus. Das wird da alles nochmal neu gemacht. Aber da sind viele Instrumente dazugekommen, eben einfach von der Sinnhaftigkeit her. Von äh, was kann ich wirklich mit gutem Herzen empfehlen? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Äh, wo stehe ich persönlich dahinter? Und das sind all die Dinge, die ich euch hier heute erklären will. Fangen wir mal ganz kurz an mit dem. Äh, super sense ich packe den mal aus. Ähm, letztlich hoppala, ist das das ganze Gerät, ähm, was hier verbaut ist. Wobei wir jetzt sagen müssen, dieses Gerät ist ein wasserdichtes Gerät, das habe ich mir gekauft, ähm, weil das ähm, oder das haben wir uns zugleich, weil dieses Gerät unterm Fahrzeug verbaut wird. Ähm, da das dann immer außen hängt, ähm, wollte ich da unbedingt ein äh, wasserfestes haben, ist ja ganz klar. Dieses Thema ist für einen Abwassertank, für einen Grauwassertank den habe ich noch nicht angeschlossen, das kommt aber noch und den werde ich da unten noch installieren. Und aber was ich euch jetzt schon zeigen kann, ist den Frischwassertank. Den habe ich schon installiert. Langsam. Wie das funktioniert, ist relativ einfach. Da ist ein Stück Schlauch dabei. Ähm, beim Frischwassertank tut man den hier einfach andocken. Das passt hier rein. Zack. Und dann lenkt man den Schlauch einfach auf die Tiefe ab, damit es auf dem Frischwassertank passt. Und unten am anderen Ende wird dann dieses Metallstück dementsprechend befestigt, damit er auch schön unten hängt, der Schlauch. Und das war es eigentlich schon. Natürlich einen Zentimeter über dem Boden, da gibt es eine ganz genaue Anleitung. Und via Bluetooth wird es dann alles entsprechend mit der App verbunden. Wie die App ausschaut, zeige ich euch auch. Die ist äh, überaus attraktiv, ähm, finde ich zumindest. Wir gehen, ich hoffe, das geht so, dass es nicht so euch spiegelt. Ich versuche das jetzt hier mal über Supersense hier rein. Dann öffnet sich die App. Gibt mir schon eine Meldung, mein Frischwassertank ist so gut wie leer, hat 0% und ja, das ist eigentlich schon die Meldung. Das heißt, hier müsste ich nachtanken, das kann man dementsprechend alles einstellen. Ähm, echt, also ich persönlich finde es eine tolle Sache. Jetzt muss ich bloß gerade mal schnell was schauen, ob wir hier auch unser Bluetooth, die Verbindung, jawohl, das steht. Und die App ist sehr attraktiv und zeigt es dann hier auch auf den Liter genau an. Das heißt, hier oben habe ich dann noch die Restduschdauer. Bei Gas habe ich hier noch die Restzeit, wo ich heizen bzw. Tage, wo ich kochen kann. Ähm, hier kommen dann lauter so Kreise. Wenn dann Wasser drin ist, schwappt hier das Wasser so ein bisschen drin. Ähm, schaut recht schick aus. Und ja, das ist im Prinzip schon die App. Das gleiche ist iPad. Äh, äh, Android-fähig, Apple-fähig, auf dem iPad, auf Pads generell oder eben auf dem Handy ohne große Probleme machbar. Wie das jetzt im eingebauten Zustand ausschaut, ähm, bei mir auf dem Frischwassertank. Dann nehme ich euch jetzt hier mal mit runter. Das zeige ich euch jetzt nochmal hier. Mal schauen, ob wir da jetzt reinschauen können. Oh, Rucks, hier seht ihr. Genau. So schaut der aus, wenn er. Äh, der blinkt auch immer, weil er immer Pluto-Signal absetzt. Da wird er eingebaut. Manche Leute ähm, würden den oder setzen den auch am ähm, Deckel ein. Das kann man natürlich auch machen, äh, wenn man das möchte. Weil, wenn man das Fahrzeug mal verkauft, dann kann man die Geräte einfach mitnehmen und kann letztlich den Deckel einfach austauschen und im neuen Fahrzeug wieder einsetzen. Die sind meistens kompatibel und schon hat man im Prinzip wieder die Lösung und muss das Gerät nicht wegtun und man hat kein Loch im Tank. Ich weiß, dass ich dieses Fahrzeug definitiv nicht mehr verkaufe und wenn, dann werde ich die mitverkaufen. Also, das wäre keine große Thematik. Und hier die Symbole kann man dann auch entsprechend anordnen, wie man es möchte. Und also ich finde die eine richtig richtig tolle Sache und ähm, macht auch ja finde ich halt von der genaueren Variante des Ablebens, Ablesens wesentlich mehr Spaß. Weil wenn man mal die, die Dinger hier anschaut, was man hier denn auch immer zur Verfügung hat, das sind ja im Prinzip solche Displays, wo ihr habt, wo man da drauf drückt und wo dann halt immer nur so, so diodenweise, schrittchenweise anzeigt. Man weiß ja nie, wie viel Liter letztlich das mal hat. Kommt da immer darauf an, wenn der Sensor ein bisschen veraltet, verkalkt ist, dann funktioniert das schon gar nicht mehr richtig. Dann zeigt mir hier 50 Prozent an, obwohl ich bloß noch 20 habe. Und das zeigt mir eben alles der Sensor auf den Liter genau an. Und das ist natürlich schon eine tolle Sache. Ja, das wollte ich euch vorstellen. Ist eine tolle Geschichte. Also rentiert sich immer, ähm, sowas vielleicht eventuell mal einzubauen. Ähm, ich persönlich bin begeistert davon. Muss ich wirklich sagen, ich werde demnächst auch den Abwassertank umrüsten und den Gas. Das habe ich auch schon bestellt. Wir haben die dann auch immer auf Lager. Da ist echt eine tolle Geschichte. Jo, was habe ich hier noch alles verbaut? Hier habe ich den äh, Super B-Batteriecomputer verbaut. Warum habe ich Super B? Natürlich auch zum Testen. Ich wollte mal wissen, wie da wirklich die Unterschiede liegen zwischen einer wirklich teureren Super B zu einer Lion -Tron, zu einer anderen, zu jedem anderen Akku. Ich habe hier zwei Banken drin, also man kann jetzt die Banken einzeln anschauen. Ich kann die Banken im Überblick anschauen. Wir haben zwei Batterien angeschlossen. Ähm, zweimal die Novia mit ähm, je 210 Ampere Stunden. Das heißt, ich habe hier in meinem Fahrzeug 420 ähm, Ampere Stunden zur Verfügung. Ist natürlich schon eine Menge. Ähm, Braucht man natürlich auch im Leben nicht. Aber ja gut, ähm, zum Testen ist das schon eine tolle Sache. Jo, dann haben wir hier die Anzeige für meine Solaranzeige. Die wird demnächst rausfliegen. Was habe ich hier verbaut? Ich habe hier von der Firma Büttner die Flat-Module verbaut, aus gewichtstechnischen Gründen und natürlich auch aus den Testgründen. Ich habe jetzt genug getestet. Ich weiß, wie viel Ampere dass ich hier reinkriege bei meinen vier Platten. Und jetzt werde ich hier mal umrüsten auf ActiveWire mit dementsprechenden anderen Solarreglern von der Firma WCS und da werde ich euch auch zeigen, was darüber kommt, weil da kommt wahrscheinlich oder zu 99% natürlich wesentlich mehr rein. Und genau das ist der Grund, warum ich das ändere. Und auch aus dem einfachen Grund raus, weil ich das Fahrzeug eh auflasten möchte. Und dann spielt Gewicht keine Rolle mehr. Dann haben wir hier einen Wechselrichter, den 3000 Watt Wechselrichter auch vom Büttner. Natürlich mit einer Landstrombegrenzung. Was heißt Landstrombegrenzung? Habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Man drückt hier drauf. Hier stellt man jetzt die limitierende Sicherung auf den Platz ein. Wenn ich jetzt eine 10 Ampere Sicherung habe, ist jetzt gerade eingestellt. Wenn ich jetzt eine 8 Ampere Sicherung habe, dann drehe ich hier auf 8. Und wenn man natürlich eine 16er hat, dreht man auf 16. Und je nachdem, wenn man im Fahrzeug mehr verbrauchen würde, das heißt, dann würde er dementsprechend zuschalten und den Reststrom aus der Batterie nehmen. Genau. Was habe ich noch verbaut? Dann habe ich hier noch einen Truma Gas Hauptschalter verbaut. Das heißt, ich kann hier einfach mein Gas anschalten bzw. abschalten. Äh, ist eine äh, Magnetschaltung, so ein Magnetventil, wo ich im Gaskasten verbaut habe. Ähm, das habe ich gemacht. Ich denke nicht immer dran. Ich will da auch nicht immer runtergehen, um das abdrehen und da ständig gucken. Das ist eine bequeme Lösung und das finde ich für sehr sinnvoll. Und das ist auch der Grund, warum ich den hier eingebaut habe. Und auch natürlich immer, um alles zu testen. Und äh, da muss ich sagen, ist wirklich eine tolle Geschichte. Früher hatte ich hier ein Rädchen drin von Truma. Das Einfache, ich habe das umgestellt auf das neue Display oder momentan aktuelle Display. Damit bin ich natürlich sehr, sehr, sehr zufrieden. Macht wesentlich mehr Spaß, kann man genauer einstellen, ist wesentlich geschickter. Immer mit Drücken und Drehen. Einmal drücken, dann blinkt das Wohnmobil, dann bestätige ich das. Jetzt schalte ich meine Heizung ein, stelle meine Gradzahl ein, bestätige dies wieder. Und durch Blinken sehe ich, jetzt ist alles in Ordnung. Das gleiche funktioniert hier mit Warmwasser, Wasser. Ähm, ist echt eine tolle Sache. Ähm, relativ einfach zu verstehen. Schalte ich wieder aus, ist wirklich eine tolle Geschichte. Ja, und das ist der Grund, warum es hier oben ein bisschen wild ausschaut. Es wird aber jetzt alles geändert. Da kommt eine komplett neue Blende rein und natürlich auch neue Gerätschaften, weil wir alles wieder umbauen und vieles wieder ändern wollen um eben neue Thematiken auszuprobieren, um euch dann auch wieder mitzuteilen, was jetzt effektiv wirklich für Ergebnis rauskommt, mit welchen Geräten man wirklich gut aufgestellt ist und wie das alles funktioniert. Dann habe ich hier auch eine Klimaanlage verbaut, die Truma Comfort. Ähm, da bin ich eigentlich äh, sehr, die Avenda, Entschuldigung, äh, da bin ich eigentlich gut zufrieden damit. Ähm, jedoch muss ich ganz klar sagen, ähm, Klimaanlage im autarken Bereich, so ein Thema. Braucht man es, braucht man es nicht? Ähm, jein, ähm, ich sehe da nicht wirklich Sinn drin, weil die Klimaanlage selbst mit meinen 420 Ampere-Stunden kann sich jeder ausrechnen, wie lange die Klimaanlage laufen würde. Ähm, ja, haben wir ausprobiert. Äh, am Landstrom hänge ich nicht. Ich werde jetzt meine Klimaanlage erstmal wieder rausnehmen und werde als allernächstes äh, den Maxvan testen, weil auch der, äh, denke ich, mir wesentlich mehr bringt und auch wesentlich mehr Energie äh, bzw. frische Luft sorgt oder für frische Luft sorgt, weil ich ständige Luftbewegung habe und deshalb komplett autark und ich bin nicht von 230 Volt abhängig. Und daher werden wir das auch mal austesten, wie das ist. Ja, was haben wir hier noch alles umgebaut? Hier haben wir natürlich einen Absauber-Kühlschrank drin gehabt. Den haben wir rausgeschmissen. Ich habe mir, ich habe mich hier mal für den Domatic entschieden. Für den Kompressorkühlschrank von Tomatic. Der reicht uns vollkommen mit einem kleinen Gefrierfach. Da muss ich sagen, bin ich wirklich zufrieden damit. Wie auch WCS schon immer sagt, es geht nichts über einen anständigen Kompressorkühlschrank. Das ist einfach ist A und O. Wenn man ein schönes kaltes Bier haben will, funktioniert das eigentlich nur mit einem anständigen Kompressorkühlschrank. Ja, ich weiß, es gibt auch die Absauberkühlschränke, wenn sie neu sind, funktionieren sie natürlich. Aber da hat jeder so seine eigene Geschichten. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin mit dem Kompressorkühlschrank wesentlich zufriedener, wie ich mit dem Absauberkühlschrank jemals war. Darum habe ich das hier auch umgerüstet und äh, mich da dementsprechend umgestellt. Jo, das war es eigentlich schon wieder. Ähm, ich wollte euch hauptsächlich, ähm, hoppala, jetzt komme in die Hand, klar, jetzt habe ich wieder, den äh, Sensor hier vorstellen von der Firma äh, Supersense. Ich finde es einfach nur genial, das Teil. Kann ich nur jedem empfehlen. Macht wirklich Sinn. Ist eine simple, einfache Lösung zur Montage. Wir verbauen das euch sehr gern. Wir bieten die an, weil wir da wirklich begeistert sind von den Teilen. Die lassen sich super gut ablesen. Und mein ein Handy hat mir eh immer dabei. So ist es auch wesentlich leichter, immer auf dem aktuellen Stand zu sein, immer richtig einschätzen zu können, wann muss ich an die Tankstation, wann muss ich nicht, habe ich genug, habe ich nicht. Ähm, das ist einfach echt, ich bin begeistert. Eine tolle Sache. In diesem Sinn ähm, haben wir es für heute wieder. Das wollte ich euch nur zeigen und äh, in Kürze. Habe ich noch weitere Neuigkeiten bzw. Neue, ja, neue Features für euch? Da lassen wir uns mal überraschen, was sich die Tage noch so auftut. Wir bleiben am Ball für euch und gucken immer, die idealen Lösungen zu finden. Autarkie ist für uns ein riesiges Thema. Und ich bedanke mich nochmal für die ganzen Likes. Ich bedanke mich für die neuen Abonnenten. Und für das interessierte Zuschauen an unserem Kanal. Und ist alles wirklich nicht selbstverständlich. Ich kann nur immer wieder Danke, Danke, Danke sagen, ähm, weil wir da wirklich begeistert sind. Und euch mitzunehmen und wir machen es ja nett, ähm, so einen Kanal, um, um natürlich auch für uns. Ein bisschen zu werben ist ja ganz klar, aber natürlich auch für euch, um Informationen rüberzubringen und euch auch zu zeigen, wie man Dinge verbaut, was man alles tun kann, was es alles auch für Neuigkeiten gibt, was Sinn, was Unsinn ist, um das alles auszutesten und euch da eben teilhaben zu lassen. Das ist eine ganz tolle Sache und dafür nochmal ganz lieben Dank. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, bleibt mir gesund und ja, endlich ist fast alles offen. Im Norden oben füllen sich schon langsam die Campingplätze. Camper Tobi ist auch auf dies, an diesem Wochenende, glaube ich, ja, äh, an einem Campingplatz äh, hoch oben im Norden. Ganz toll, ich drücke ihm die Daumen, macht bestimmt Spaß gerade, habe vorhin noch mit ihm telefoniert, es soll recht schön sein. Ähm, Schön, ich freue mich, dass wir wieder losfahren können und äh, vielleicht sehen wir uns auch irgendwo mal an einem Wochenende unterwegs. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch drauf und ihr könnt ruhig herkommen, uns ansprechen. Kein Thema und alles Gute. Vielen Dank. Bleibt gesund. Bis bald oder bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao.